nun zur Wertungsrunde 2, den Pflichtposen. Doppelbizeps von vorn. Danke, Latissimus von vorne. Danke sehr, seitliche Brustpose. Seitliche Trizepspose. Thank you.
Dann lass dich. Juckt es nicht wieder? Willst du nicht auch dabei sein? Ein bisschen. Mir juckt schon eben raus, die Linke. Läuft. Zufrieden? Meisterschaft läuft, bin zufrieden, ja. Ich schaue immer wieder, dass in der Bodybuilding Classic auf immer so viele sehr, sehr gute Leute mit so viel Muskeln stehen, die in anderen Klassen auch große Chancen hätten, eigentlich zu gewinnen. Also man füllt hier eine Klasse auf, die, wo viele Leute dann, zum Beispiel die Bayerische hatte 12 Leute in der Bodybuilding Classic. Davon konnten dann 6 in der Auto fahren und die hätten sich garantiert auch noch anders verteilen können, sodass er Chancen gehabt hätte, irgendwo bei einem regionalen Finale zu kommen. Also man sollte vorher sich doch immer noch mal mit dem Kampfgericht und mit dem Veranstalter abstimmen, sodass alle eine gute Chance haben. Okay. Vielen Dank. Die Athleten dürfen wieder 7 Meter pro Platz zurückgehen. Nächster Vergleich für den Kampfrichter Nummer 1. Jeder Boden. Ja, lachen Sie. Ach, lachen Sie. Ich lache mal schon mal hier. Okay. Genau. Ich will es nicht. Okay. Ja. Wenn ich es nicht sehe, für mich auch. Sorry, ich muss mal ganz blöd fragen. Hast du Licht? Ja, ich habe super Licht. Also, gar kein Problem. Ganz gut. Du, ich muss mal ganz blöd fragen. Es ist kein Wasser, es ist Schweiß. Ich habe ein bisschen zu viel Öl aufgetupft. Ja, okay. Jetzt laufe ich runter. War ein Fehler. Ist zu viel. Aber ich kann mich beruhigen. Ich habe das gesehen. Von hinten sah auf der Bühne super aus. Schön. Klasse. Wo kommst du? Aus Bremen. Aus Bremen. Richtig. Dann hast du ja einen richtig weiten Anblick gehabt. Seid ihr heute noch angereist? Oder? Ja, heute Morgen angekommen. Alles gut. Der Frauensatz 2. Ja, um 6 Uhr gefahren. Autobahn alles frei gewesen. Glück gehabt. Auf jeden Feiertag. Ja, aber ganz toll. Großes Kompliment. Herren der Männerklassen 1 und 2. Herren der Männerklassen 1 und 2. Ich kenne übrigens einen guten Bodybuilder aus Bremen. Kennst du den auch, den Murat? Das ist mein Geschäftskollege, ja. Wir arbeiten zusammen. Hat der dich zum Bodybuilding gebracht? Wir beide haben uns mehr oder weniger in Bremen getroffen. Im Studio gibt es ja nicht viele bekannte Bodybuilder. Das ist übrig gekommen. Jetzt leitet mein Geschäftsmann zu studieren. Dann schöne Grüße an den Murat. Von wem? Von Philipp. Philipp aus. Ich gebe dir nachher noch eine Karte mit. Alles klar, super.